wir noch. So, wir sind am. Ja, Stifts, also zwischen Stiftsjoch und Umbrellboss. Umbrellboss sind wir, genau, ja. Das ist lustig. Passt ja, man muss ja lachen können. Ja. Unser letzter Tag, eigentlich waren wir heute eh beigefahren, wir waren gestern schon so frech, wir haben uns die Akkus genommen, wir haben es dann immer aufgeladen. Wir haben gedacht, das machen wir nachts bei der Pizzeria. Da wollten wir es dann aber auch nicht fragen, wenn ich möchte, dass wenig Strom gehabt irgendwie. Die paar Stunden bringen eh nichts. Ja, genau. Auf jeden Fall geht es heute Richtung. Bis zum Freil. Richtung Schreit. Ja, bis auf ein paar von euch kennen uns. Ja, weil die Kettenpizza, ja, kann man nicht sagen, nein. Genau, wir drehen auf jeden Fall los. Wir halten euch die Kamera da drauf. Da hinten ist der Weg gefallen. Aber wir haben immer da hingefunden, wo die Wiki hin wollte. Ja. Genau. Ja. Nein, es geht Richtung Monte Braulio. Heben wir mal den Sinn. Ob es dann alles so ist, wettertechnisch wissen wir nicht. Deswegen fahren wir jetzt am Passo Romu. Wenn nämlich das Wetter umschlagt, können wir wieder zurück umdrehen und zurückfahren. Und ja, machen das einfach ganz spontan. Bei uns daheim regnet schon, da passt es relativ gut. Heute hat die Nacht ein bisschen, aber nein, nicht lang. Nicht lang. Überhaupt nicht lang. Na gut, packen wir so. Passt! Ja. Geht er hier? So. Kurz vom Joch. Jetzt sind wir relativ schmal und auch steiler. Das Herz ist, das ist schon nichts gekommen. Aber die Aussicht oben wird bombastisch. Bin ich schon gespannt. Man kann eigentlich bis ganz aufgefahren. Und mit dem E-Bike ist das gar kein Problem. Erste Hürde ist geschafft. Haben wir uns nicht ausgemacht. Ich habe ein paar Cola herum. Echt schön. Wunderschön. Richtig krass, was da gebaut worden ist. Und da unter drin. Die Rims geht für uns jetzt da rauf. Genau, cool. Wo die Vicky gesagt hat, das sind die Stellungen. Halt die alten Unterkünfte. Echt krass. Krasse Mondlandschaft wieder. Wow. Echt schön. Und das ist halt so geil, weil wir können jederzeit umdrehen. Genau. Weil man einfach das Wetter nicht einschätzen kann und der Wetterbericht auch euer Geburt was anderes sagt. Von dem her ist es jetzt einfach optimal. Super Planung wieder einmal. Da sind wir gekommen. Krasser Weg. Und da geht es dann wieder für uns raus. Schön. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter herum. Und da sieht man echt noch total viel von früher. Es ist brutal. Schaut mal, was die da durchgebaut haben, bitte. Heftig. Jetzt muss ich mir vorstellen, wie zart das sein muss, einfach mit so wenig Werkzeug oder irgendwas kochen. Oder? Ja. Den durchzuschlagen. Da ist auch noch irre. Da geht es überhaupt rein, hast du gesehen? Ja. Wow. Und da sieht man wieder aus. Ich habe ihn fotografiert. Mit was haben sie das rausgeschlagen? Mit der Hand. Kann man sich das vorstellen? Nein, ja, man sieht es echt. Okay. Aber wenn man die voraus hat, geht es nicht besser. Ja, jetzt auch. Da rechts, schau, geht etwas rein. Ja, Gipfelauffahrt. Da kommen wir echt wieder voll. Also, krass. Die letzten Meter. Richtig, ein Spaziergang. Ja, das ist echt Wahnsinn. Wir sind super beieinander. Und? Teil dir die Wand. Ja, ich habe Schnaufen. Das ist echt schön da. Und windig. Wenn die Sonne raus ist, ist es so fein. Aber es ist.
Wow. Geil. Geil. Mega. Geil. Super. Ja, geil. Kennst du den Berg noch? Wo? Piz Umbrail. Piz Umbrail. Mega. Cool. Voll. Da haben wir noch viele ein paar Meter. Ja. Ich meine, das ist los. So, jetzt gehen wir noch rum. So, da ist jetzt italienische Seite. Ciao Italien, und jetzt bin ich auf der Schweizer Seite. Grenzt da, cool. Da vorne sieht man, da ist ein Stüsseljoch. Dahinter ist der Adler. Und da hinten drin, Passo d'Abla, ist da, wo wir gestern. Geil. Ja, heute relativ bewölkt, man sieht es nicht so gut. Aber trotzdem wunderschön. Wow, da unten ist der See. Den haben wir jetzt zuerst nicht gesehen, auf dem Piz Umbrail. Genau. Vom Piz Umbrail. Den haben wir auf dem Blog, oder? Ja. Genau. Haben wir auf dem Blog die Tour. Und Fotos sind auch schon dabei. Könnt ihr mal schauen, ist echt geil. Also die Tour ist mega. Cool. Ja, wir haben ja zwei gemacht. Stopp, da hört man nichts. Wir waren ja zuerst auf dem Block. Ist ja die Tour so, wir waren ja zuerst am Stüsserjoch. Und sind ja dann am Stüsserjoch auch ein Umbrellpass, Umbrellpass auf und dann die ganze Ratsch wieder zurückgeradelt. Ja, genau. Die war lang. War lang, war lang, cool. Lang. Aber schön. Geil. Ja! Ja! Deppert. Hast du einen drauf? Ja. Geil, oder? Thank you.
Umbral. Ja, Piz Umbral ist erledigt, oder wie? Ja, haben wir mit, Pyjama übergefahren, ein Piz Umbral. Sehen wir mal, ja. Wow, lässig. Aber was anderes. Aber voll nett an uns, oder? Ja. Ah, ja, aber du doch, das sieht doch echt nett aus. Ja. Ach, da. Oh, da ist schon Sperrgeld und Klamm, glaube ich. Das schon. Macht man schon Schritt aus. Ups, so. Auf der Heimfahrt haben wir es vielleicht so nicht hoch, einmal lassen. Den war jetzt erst der Windbild umgewahrt. Geil. Schau sich mal das so bitte, das ist der Hammer. Und ich habe einen Apfelstudel mit Sahne, wow, gar nicht. Doch. Und Blick auf den Rest. Das ist ein Diätkuchen. Da ist nur fettige Luft drin. Ja, genau. Schmeckt er? Wieder ausgeschnappt. Schmeckt er? Geil.